Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Legend of Eiswald. Ja, ich mache eine Mehraufnahme, denn Alan Wake ist bei mir zu Ende und ich muss die Lücken ja irgendwie füllen. Deswegen kommen ein paar mehr Folgen von Legend of Eiswald und von Final Fantasy. So, wo waren wir? Wir sind ja dabei zum Aufrüsten. Die Leute sollen ja ein bisschen trainieren, damit sie dann mal aufsteigen und nutzbar werden. In der Zeit nehme ich momentan die Besten und schau mal, wen ich so jagen könnte. Aber die da drüben, glaube ich, die zu jagen wird extrem schwer. Nein. Da helfen meine Bogenschützen auch nicht. Vielleicht können wir die auf der anderen Flussseite hier, die Gesetzlosen und so, jagen vielleicht. Die haben sich jetzt in den Dings verbarrikadiert, da können wir erstmal nichts machen. Oh, wen haben wir hier? Ja, die können wir jagen. Die können wir jagen gehen. Und die ein wenig schnitzeln. 40, 40, 44, 32, 24. Ich würde sagen. Der gefällt mir nicht. Wohl, der Bogenschütze kommt als erstes dran. Können wir aber nicht erledigen. Dann käme die Heilerin. Und dann die drei. Okay, ich würde sagen. Der Adlige ist da. Dann ihn verletzen. Kommt er von hier und erschlägt ihn. Unsere Heilerin. Der Bogenschütze. Machen wir hier ihn stärker. Aua, hör auf. So, du blockst den. Klar, dass du den hältst. Der kann nur zu ihm. Das juckt mich aber nicht. Wer kommt als nächstes an? Der Bogenschütze. 32, 44. Der kommt erstmal ganz da unten hin. Kommt der sogar als erster dran? 40 kommt da. Da muss ich sagen, ihn beschädigen, damit er auf jeden Fall dann tot ist. Ihn stärken. Oder den. Ich würde sagen ihn, damit er auf jeden Fall weg. Und dann begonnen. Ja, die gewinnen jeweils 5 Erfahrungspunkte. Und das war's. Auch erstmal wieder heilen gehen. Wir haben dennoch leicht Schaden bekommen. 48 Gold. Gut, kann mal passieren. Können wir hier wieder Steuern eintreiben? Nope. Das ist wirklich das einzigste Mango, was wir zurzeit haben. Geld. Na, da kommen wir überhaupt nicht vorbei. Nee, den behalten wir noch erstmal. Schade, dass wir den nicht so mitnehmen können. Gibt es keinen mehr, den wir jagen könnten? Hier ist aber auch nichts mehr, was wir entdecken könnten. Das war es ja schon alles. Bleib stehen, Berthold. Okay, du willst nichts mehr reden. Was ist hier? Entdecken wir hier noch was? Wie das sein können.
Notizen. Vielleicht finden wir hier ja noch was. Also halt dieses Rätsel, gell? So, Mist, ich hab den Rätsel vergessen, wie der ging. Das ist die Legende, der Katzenspiel. Ist unbekannt. Oh, Gesetzlose laufen so rum. Gucken, ob wir die jetzt kriegen. Einmal in das Dorf ein. So. Auch nur so. Warum wir plötzlich wieder plus 20 machen, ist auch ein Rätsel, aber egal. Nee, 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 mein Freund. Dich lass mir in Ruhe. Alter. Oh. Oh, wen haben wir da? Humboldt Langard. Oh, der ist aber auch ziemlich stark drauf. Oh, fuck. Lass mich beide in Ruhe? Gut. Vielleicht einen Turm angreifen? Passiert nichts. Ich habe fast die Vermutung, dass wir tatsächlich jetzt die Söldner ausheben müssen. Okay, hier können wir locker rein. Damit wir überhaupt eine schlagkräftige Truppe haben. Oh, nee, da ist er ja drin. Oh, 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 oh. Sind auch noch zu stark. Ich würde gern ein paar Söldner erledigen, aber die sind ja alle zu stark. Ja, das ist viel zu stark. Du, vielleicht können wir ihre Rätselnummer erfragen. Nee, das will ich nicht mehr. Also vielleicht können wir hier irgendwie zu Gebieten, die wir noch nicht entdeckt haben. Nee, auch nicht. Eieiei. Was? Seid grüßt alle die große Mögen. Was laberst du mich an? Guck da nochmal nach.
auch nicht so wirklich. Ah, das ist jetzt ein bisschen doof. Frage ist echt auch, wen machen wir dann noch als nächsten Blatt? Die könnten wir eventuell mal herausfordern. Die sehen ja nicht so schlimm aus. Hey! Angriff! Die machen wir platt. Komm, die machen wir fertig. 56, 48, 52, 50. Okay, unser Adliger kommt als erstes dran. Und dann würde ich sagen, wir machen den als erstes fertig. So. Jetzt greift er den an. Nein, aber den vorher heilen wir ihn. Dann kann er auf jeden Fall überleben. Ja, wusste ich. So, Gegenangriff. Und hier 34 erledigen wir ihn sogar. Perfekt. Ja, die tun wir mal ordentlich weh. Und erlegen und der andere gibt auf. Perfekt. Jetzt erstmal wieder schnell heilen gehen. Oh, ist das teuer. Dann können wir gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Heilen sich die Leute auch irgendwie so selber? Und dass ich ständig hier dieses Scheiße machen muss. Und beim nächsten Kampf nicht teilnehmen. Den könnten wir eventuell schlagen. Das will ich mal auf Speichern gehen. Komm. Dich machen wir fertig. Der eine macht da nicht mal mit. So, wer kann als erstes? Niemand. 42. 52. Kein One-Shot. Verdammt. Danach kann der junge Adliger als erstes. Dann würde ich sagen, ihn hier als erstes. Wir haben eine sehr hohe Initiativwert bestimmt. So, dann fällt der schon mal aus. Utsch. Tut das weh. Jeden Fall heilen. Ne, wir machen den hier. Ihn höchstpersönlich platt. So. Bleibt da liegen. So, schwächen wir ihn massiv. Ah, unser junger Adliger. Hat es erwischt. Und er bleibt da. Attacke. Leicht betäubt. Und erledigt. Gibt er auf? Ja, die geben auf. 109. Schön. Kann man hier sich auch heilen? Nope. Nee, in der Quellburg kann man sich heilen.
Ja, doch, da. Boah, Alter. Das tut weh in der Schatzkammer. Haben die gerade... Ja. Schon gezogen. So, wie sieht es hier aus? Hm, aufgestiegen. Sieht bei unserer Meer aus. Nicht so wirklich. Ach, können wir noch ein bisschen. Ah, nee, andersrum. Hier ist ja. Das sind ja unsere. Boah, läuft. Müssen nur weiter trainieren. Aber sehr viele starke Nahkämpfer. Und wenn die mich verfolgen, heißt, die sind stark. Das ist das Problem. Oh, da ist auch hier eine starke Armee. Ja, ich weiß nicht, wen wir hier noch so plätten könnten. Komm, ich speichere mal und gucke mal, ob ich jemanden herausfordern kann. Ansonsten, ja, lade ich einfach nochmal. Ja, Burgruine. Oh, da ist jemand drin. Wer? Diese Saturne hocken da. Ha! Oh, wir haben bei den Söldnern drin. Na ja, nicht wirklich gute Leute. Nicht wirklich. Und recht günstig eigentlich, wenn man überlegt. Die sind eigentlich recht günstig. Also von denen können wir echt zwei nehmen. Rekrute wäre egal. Nehmen wir hier Wilderer. Ein Deserteur. Zwei davon wären recht nice. Würde ich mal 63, guck mal, das kostet nur 63 zum Anwerben. Manch andere kostet bei ab 100. Komm, nehmen wir mal. Und dann kosten sie jeweils 40, gell? Ach nee, jeweils 50. Aber nicht so schlimm. Wenigstens zwei weitere an der Front. So. Ja. Ich würde aber sagen, wir beenden hier erstmal mit der Folge und würde sagen, wenn euch gefallen hat und wie die kommende Schlacht wird, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Ciao.